Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit C3PO, den ich im letzten Level, das wir gespielt haben, freigeschalten haben. Jetzt habe ich ihn mir auch gekauft, den C3PO. Und jetzt kann ich ihn auch spielen. Es ist ein spielbarer Charakter für mich. Wo habe ich ihn gebraucht? Und Dotinton habe ich ihn gebraucht. Ich glaube, bis da hinten schaffe ich das nicht. In meinen langsamen Schritten. Lassen wir es mal bleiben. Da wird der Part noch ewig lange dauern. Wenn ich bis dahin laufe. Also wollen wir hier ihn auf und mal in das erste Level von Lego Star Wars das Erwachen der Macht starten und das zu 100% abschließen. Angriff auf Jakku heißt der erste Levelabschnitt, den wir schaffen wollen, und das erste Level Rückzug im Dorf. Da haben wir 0 von 2 Stats und 3 von 5 goldenen Steine. Das wird sich heute ändern. Los geht's. Ordnung ist beinahe hier. Bewegt euch. So, ich spiele mal jetzt nicht mit Poe Dameron. Ich hole mir einen anderen Charakter, den ich hier im freien Spielmodus spielen möchte. Ich spiele mit Han Solo, Endor. Den möchte ich hier gerne spielen. Han Solo. Ja, das hier kennen wir alles aus dem ersten Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Im ersten Part habe ich zuvor eine kleine Lego-Figur gezeigt. Die steht übrigens immer noch auf meinem Schreibtisch. Eine kleine Lego-Figur von Poe Dameron. Poe Dameron? Heißt, nein, Finn ist das. Finn ist die Figur, die dort drauf steht. Als zur Hälfte als Sturmtruppler verkleidet. Ah ja, hier die Gronk-Druiden. Unterschied zum ersten Part ist, dass wir jetzt hier zumindest die Möglichkeit haben, alles zu erledigen und alles einzusammeln, was hier an goldenen Steinen und Minikits vorhanden ist. Und da ist ein Minikit. Dann gucken wir doch mal Luke Skywalker. Der kann das. Der kann die Macht benutzen. Und kann sich das zu eigen machen. Ein Minikit haben wir bekommen. Okay. Oh, ein Laserschwert hat er auch. Ich will wieder zu Han Solo. Den Luke, den haben wir auch im vorletzten Part bekommen, in dem Abschluss des Imperatoren-Levels. Er hat kein Laserschwert, Han Solo, aber er hat, glaube ich, diese Knarre, ja. Er hat diese Knarre hier. Ui, da haben wir ihm was zusammengebaut. So, ich soll hier ein paar Vögelchen in einen Käfig bringen. Genau die hier. Vögelchen. Boink. 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 Vögel in die Käfige zurückbringen. Das ist eine Nebenquest, die wir beim ersten Mal spielen nicht gemacht haben. So, hier sollen sie rein. Und einmal absteigen. So, 1 von 3. 2 müssen wir noch finden und die Minikits und alle Schatzgegenstände müssen wir finden. Dann haben wir hier das Level zu 100% vervollständigt und können wir es getrost abschließen. Jo, und ich alles zerstören und gucken, in welchen Ecken
noch etwas wartet, was wir vergaßen. Im Story-Modus ging es uns hier ums schnelle Erledigen der Story und schnelles Weiterkommen. In der Story, aber jetzt geht es uns hier gerade um die ganzen Nebensachen, auch um das Fangen dieser Vögel. Entschuldigung. Genossen habe ich. Ein bisschen Staub in der Nase rieselt. Und hops, eins müssen wir noch finden. Zwei von dreien haben wir schon. Wo befindet sich der letzte von diesen Dodo-ähnlichen Vögeln? Zack. Die hüpfen aber süß. Hops, 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 da haben wir dich. Und rein mit dir. Hops. Oh, gleich ein Minikits dazu. Nice. Oh, alle Schatzgegenstände auch schon gefunden. Haben wir es etwa schon erledigt? Einen roten Stein gibt es nicht. Wir haben es erledigt. Wir können quasi jetzt die Story bewältigen und dann haben wir das erste Level schon zu 100% bewältigt. Was eine Überraschung. So. Wie war das nochmal? Wie haben wir die Sachen hinbekommen? Hier brauchen wir BB-8s dafür. Zack. Runter. Und auf geht's. Nö, da brauchen wir den Akbar. Oh, General Akbar. Auch ein Freispiel-Dingens. Konnten wir wohl vorher nicht, wie es aussieht. Und X. So, da haben wir's. Doch, das müssen wir am Story-Modus gekonnt haben, weil... Ja. Akbar ist auch mit dabei. Der General Akbar. Endor-Charaktere. Hier im ersten Level. Ich glaub's nicht. Alle Star Wars 6 Charaktere vereint. Im Level 7 Part. Ja, da tauchen sie nochmal auf. Wieso nicht? Hashtag wieso nicht? Why not? Da müsste es ernsthaft mal einen Hashtag für geben. So, die Tür kriege ich leider auch nicht auf. Vielleicht aber so. Los, Hahn! Zieh! So, jetzt haben wir hier was zum Basteln. Ja, ich weiß, ich habe die Story schon zu Ende gespielt. Ich weiß, wie man das macht. Oh, jetzt habe ich BB-8 verschenkt. Was ich natürlich ganz oben auf meiner Liste stehen habe, ist der Imperator für eine Million Stats. Das ist natürlich ultimativ, wenn wir den haben. Und dafür können wir uns bestimmt irgendwann mal den rote Steine. Können wir uns irgendwann mal den roten Stein besorgen, der zweimal Stats macht und viermal Stats macht und zehnmal Stats und so weiter. Dann ist es auch schneller, an Stats zu kommen. Dann geht das auch schneller. Ach so, ich soll das Rädchen drehen. Sorry, ist zu lange her, dass ich das gespielt habe, dieses Level. Was, der fährt wieder? Och, nö. Ich glaub's nicht. Fährt er gleich wieder zurück. Ich glaube, schnelles Bauen gibt es auch noch als roter Stein. So, dann geh du mal hier runter und aktivier mal das hier. So, haben wir. Was? So leicht? Naja, gut. Ist nicht sonderlich gesichert, die Tür. Ach, da war jemand eingesperrt hinter. So, haben wir es geschafft, das Level. Jo, sieht so aus. Alles 100%.
Perfekt. Da seht ihr es nochmal, die Vervollständigung. 4 von 5. 5 von 5. Da ist 1 von 2. 2 von 2. Die Charaktere auch noch. 2 von 3. 3 von 3. Puh, ich dachte schon, die hätte ich nicht geschafft. So, 100% einen roten Stein gab es nicht. Perfekt. Das Level können wir in die Akten abheften. Rückzug im Dorf ist das nächste Level. Los geht's. Jo, hier sind wir mit Luke. Auf dem Wüstenplaneten. Ich muss mich mal dringend informieren, wo ich gerade bin. Jakku, stimmt, Jakku war es. Nicht Takudana, sondern Jakku. Ich dummele. Du musst mir helfen. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Diese Nachtwächter, du musst mir helfen, ja? Okay, was soll ich tun? Nebenmission annehmen, okay, das können wir machen. Mal ganz schnell eine Sidequest machen. Diese Biester nur des Nachts hervor, aber ich habe eine Falle gebaut. Okay, wo finde ich die Biester? Dort entlang. Kann ich so ein Mist. Ich kann den Poe Dameron nicht mehr sehen. Ich will einen anderen Charakter. Ist ja nicht so, als ob ich Poe nicht mögen würde, aber wir dann auch mit Luke, Han und dem General Akbar spielen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann entferne ich mich schon wieder und glitsche auf einer Sanddüne entlang. Hier drin. Okay, was soll da drin sein? Was soll das? Ah, die sind im Sand versteckt, die Viecher. Haben wir. Zurück zum Auftragsgeber. Wirklich? Du hast es geschafft? Ich kann wieder schlafen. Du hast mir meinen Verstand bewahrt. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte, dass du es annimmst. Ich stolpere zu Hause nur darüber. Ein Minikit. Hervorragend. So, da haben wir so einen Sidequest auch noch abgeschlossen. Der ersten Ordnung ist das nächste Level. Los geht's, da haben wir eins von zwei ins... wie heißen die Minikits? Und drei von fünf. Und goldene Steine, das kann nicht so bleiben, das muss sich ändern. Los geht's, wir haben schon 26,7%. Schaffen wir heute die 30? Mal sehen, los geht's. Beende das Puzzle am Ende des Levels, ohne einen Fehler zu machen. Ist eine Aufgabe hier im Level. Wenn das nicht spaßig wird, dann weiß ich auch nicht. So, dann hier erstmal die Schatzgegenstände finden und so weiter und so fort. Ich nehme ja Luke Skywalker zur Hilfe. Und schau mal, was der so kann. Nein, da brauche ich Rey für. Rey macht hier mal den Aktivierungs- Teil und der Han Solo, Luke wollte ich gerade sagen, Han Solo macht das Ganze hier mal aktiv mit seinem Greifhaken. Oh, das haben wir schon gemacht. Nice, wusste ich nicht. Die kann ich nicht zerstören. Nein. BB-8, bist du hier? Ja, hier bist du. Ich brauche es mal so aktivieren. Nö, nicht abschießen, während ich arbeite. So, das hätten wir. Und du wirst elektrogeschockt. Du wirst elektrifiziert. Ich sagte, du wirst elektrifiziert. Oder auch nicht. So, Han Solo, erledige du das mal mit der Faust. Die gute alte Fausttechnik. Und was auch immer das für ein Spiel ist am Ende des Levels.
irgendein Puzzle. Da freue ich mich schon drauf. Das müssen wir dann. Oh, da wird elektrifiziert. Das müssen wir dann ohne Fehler schaffen. Das wird kompliziert. Weil Fehler sind bei mir vorprogrammiert. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie schon gesagt, dass ich da Fehler mache. Aber mal sehen, wie es wird. So hier mal drauf schießt. Könnte was bringen. Achso, dreht sich das Ganze und dann. Bang. Hatten wir schon im Story-Modus. Oh, glatt in die Flammen gelaufen. Das geht natürlich nicht. So, finde das Puzzle, wo wir keinen Fehler machen dürfen. So, hier natürlich wieder ordentlich geballert. Auch ruhig im Stehen. Die treffen sehr selten, äußerst selten, die Sturmtruppler. Und da haben wir schon eine ganze Ladung zerstört. Kommt die nächste? Oder was? So. Dich habe ich. Dich habe ich. Dich habe ich. Nein, nicht. Aber dich habe ich. So. Was auch immer der da aufgebaut hat. So wird ihm nicht helfen. Oh, Han Solo kann es auch. Der kann hier etwas aktivieren. Aktiv aktivieren. Da kann ich nicht entlang. Nein. Muss hier bleiben. So. Das Schiff versenkt. Heute spielen wir Raumschiffe versenken. So. Finden das Puzzle. Noch sehe ich keins. In Reichweite. Stats haben wir hier schon alle gefunden. Wir sind schon Jedi-Meister geworden. Ich verwechsel immer die Tasten. So, das haben wir. Und dann mal was aufbauen. Ich hoffe, das bringt was. Spring drauf. BB-8 löscht die Flammen. So, und weiter geht's. Ja, hier ist noch was, was nach Macht aussieht. Und da brauchen wir mal den Luke dafür. Luke, mach es für uns. Und da ist ein Make it alle Sammelgegenstände gefunden. Hervorragend. Und bloß nichts vergessen hier im Level. Das wäre schlecht. Luke mit seinem Laserschwert hat es nicht schwer gegen die Sturmtruppe zu kämpfen. Das ist keine schwere Mission für ihn. So, dann haben wir. Wo ist das Labyrinth am Ende des Levels? So, Han, ich brauche dich nochmal. Und Greifhaken, zieh. Suchen wir noch nach einem Puzzle. BB-8, du musst mal ran. Machst du das für mich? Dankeschön. So muss das rein. Ein bisschen noch, so passt. Was, das war schon. Ein sehr leichtes Level. Rätsel am Anfang. Mir ist immer noch nicht klar, was die für Puzzles meinen. Mal gut. Ich werde schon etwas finden. Ich werde schon etwas finden, was wie ein Puzzle aussieht. Und das können wir bauen. Da brauche ich mal den Han Solo dafür. Aufgebaut. Ist das schon ein Puzzle oder? Ich habe ja was zusammengebaut, also müsste es ein Puzzle sein. Das ist keins. Ein Roboter baut es hier unten durch. Kommt mir bekannt vor.
Ja, jetzt können wir hindurch. Ah, da war ein Wassertropfen abgebildet, schlecht. Meint er das hier? Hopp. Das hier ohne Fehler zusammenbauen. Moment, da müssen wir gucken. Was brauchen wir als erstes? Von links nach rechts, würde ich sagen, oder? Ist das das Puzzles Lösung? Oh wei, wenn das nicht schon ein Fehler war. Na, wir werden es ja sehen. Den Wassertank verschieben. Ohne Fehler war das bestimmt noch nicht. Wenn das passiert ist, dann habe ich ja schon verkackt. So, den Tank hier hinschieben. Dann hier. Und den Tank befüllen. Ist doch richtig so, oder? Zack, 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 zack. Sieht richtig aus. So, und nun das dann nochmal, nein, in der Mitte hier, weil wir müssen den dann nochmal dorthin schieben, muss hier BB-8 mal drauf, so, einmal Löschzug, dorthin, und jetzt können wir dorthin aufbauen, und das hier können wir jetzt aufbauen. Ganz fehlerfrei war das nicht, aber vielleicht zählt es ja. A-Taste aktivieren und zack. Und war es fehlerfrei? Kriege ich den Punkt? Bitte. Bitte. Das war das Wasserrätsel. Figur finden, eine Charaktermarke und einen goldenen Stein. Ja, das ist nicht in Ordnung, das müssen wir nochmal wiederholen. So, hier sind wir bei dem Rätsel. Das jetzt richtig hinbekommen. Aber wo die Charaktermarke ist, das ist mir. Das ist und bleibt mein Rätsel. Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren sagen. Wenn sich da jemand auskennt. So, jetzt aufpassen. Erstmal in die Mitte. Zack. Wie ein echter Könner. Da drauf. Nichts verschütten heißt das Quest. Hier rüber. Das kaputt machen. Aufbauen und zwar dort, damit wir das befüllen können. Drauf jumpen. Und zack. Das zerstören in die Mitte. Nein, in die Mitte, sagte ich. In die Mitte, Luke. In die Mitte. So, darüber. Perfekt. Und dann hier noch einmal so und dort aufbauen. Müsste doch einwandfrei laufen. Kann ich das Laserschwert nicht schießen? So ein Mist. Muss mit Han Solo wieder rumballern. So. Jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht, aber eigentlich müsste es ja perfekt sein. Jetzt müsste ich die. Ja, nichts verschütten. Das war's richtig. So, aber wo ist die Charaktermarke? Wo ist die Charaktermarke? Ich habe sie nicht gefunden. Zeigt mir die Charaktermarke. Hier ist der. Hier war was anderes drin, da war keine Charaktermarke drin. Seltsam, seltsam. Bist du hier drin? Nein. So, hier, okay, nein, hier ist nix, gar nix,
absolut nichts. Niente. Und keine Charaktermarke. Nö, ich sehe nichts. Seht ihr irgendeine Charaktermarke, die ich noch gebrauchen könnte, ich bekommen könnte? Hier ist noch eine Kiste. Nein, da sind noch Stats drin. Da seien nur Stats drin. Was tun? In das Zelt komme ich auch nicht hinein. Es ist mir ein wahres Rätsel. Ich habe eigentlich alles zerstört und alles gelöst. Wo ist die Charaktermarke? Hier kann ich nicht rennen. Kann ich irgendwo drauf hüpfen oder sowas? Irgendwo was? Ich habe bestimmt irgendwo was übersehen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe keine Idee. Ja, zumindest das Rätsel haben wir geschafft. Weiter geht's. Jo, 5 von 5 goldene Steine. Und die Charaktermarke. Okay, habe ich wohl mit dem Stein mitbekommen. Okay, alles klar, haben wir es 100% abgeschlossen. Dann verabschiede ich euch von diesem Part. Ja, war ein bisschen durcheinander. Wie es man dann gewöhnt ist vom Zwergfürst. Ja, das kann heiter werden in den nächsten Parts. 100% Spiel mit Zwergfürst ist immer für was Lustiges. Schaut euch das mal an. Ja, das machen wir im nächsten Part. Dummig nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Ich würde mal sagen, gehabt euch wohl, haut, renne.